vor allem, dass man ja, sich ein bisschen festbeißen kann. Also man braucht den Biss, um sich in die Aufgaben da reinzukämpfen und durchzukämpfen und dran zu bleiben. Und auch nicht nur, wenn man die Aufgaben löst, auch im kompletten Studium einfach so ein bisschen, ja, man muss es wollen. Und man muss auf jeden Fall offen für das sein, was kommt, auch wenn man es vielleicht nicht erwartet. Das Mathematikstudium hat eigentlich sehr wenig mit dem Mathe aus der Schule zu tun. In dem Mathe aus der Schule sitzt man da, rechnet Aufgaben, da braucht man natürlich einen Taschenrechner und ja, tippt die Zahlen ein, drückt auf ist gleich und schreibt das Ergebnis hin. Das ist nicht das, was wir im Studium machen. Bei uns geht es mehr darum, die Hintergründe zu erfahren. Also warum kann man jetzt diese Rechnung anwenden? Also nicht, wir wenden die Rechnung an, sondern warum geht das? Und es sind ganz viele Beweise, es ist ganz viel Logik, ganz viel Denken, Knobeln. Also an die Zahlen kommt man dann erst ganz am Schluss und meistens fällt das dann raus. Also am Anfang, wenn man mit Mathe beginnt, dann ja, kann man das noch nicht einordnen. Also man steht da zuerst quasi wie vor einem Baum und weiß nicht, was überhaupt abgeht. Man ist dann in dem Moment natürlich das Denken noch nicht gewohnt. Wie geht man an die Dinge ran? Und ja, es ist am Anfang, ja, da wird man ins kalte Wasser geschmissen. Man kann sich darauf auch nicht vorbereiten. Das ist, ja, also niemand weiß, bevor er nicht wirklich ein Semester mindestens studiert hat, um was geht's im Mathestudium. Und ja, das muss man da einfach ja, ausprobieren und man muss ein bisschen dran arbeiten. Man muss sich hinsetzen, muss sich das immer wieder durchlesen und das kommt dann mit der Zeit. Und das Allerbeste ist, wenn man dann auf einmal merkt, ah, das ergibt Sinn, da, das gehört zusammen und ja, hier habe ich jetzt das Puzzleteil gefunden, das mir gefehlt hat, um das zu verstehen. Und wenn man dann sowas versteht oder wenn man es schafft, einen Satz oder irgendwas zu beweisen, das gibt so ein Glücksgefühl, wirklich, das macht fast süchtig und das kommt immer und immer wieder. Das ist das Tolle daran und die Praxis kommt dann mit der Zeit. Sich alleine durch das Mathestudium zu kämpfen, ist unglaublich schwer. Das würde ich auch niemandem empfehlen. Also das ist auch so ein Tipp, den ich war immer Tutorin für die neuen Erstis, das war das, was ich denen unbedingt mitgeben wollte. Setzt euch zusammen, macht die Aufgaben zusammen. Das ist so wichtig, es erleichtert einem die Arbeit. Und der eine hat dann mal das verstanden, der andere nicht. Und dann kann man sich das gegenseitig erklären. Und ja, man sitzt zusammen, nicht allein. Und dann ist auch der Punkt, an dem es frustrierend wird, wenn man eine Aufgabe nicht schafft, viel weiter weg. Also man kann viel länger an einer Aufgabe sitzen. Und das ist unglaublich wichtig. Also das ist quasi der Schlüsselpunkt, zusammenarbeiten. Ansonsten ist das Berufsfeld für einen Mathematiker dann ja sehr breit eigentlich. Das denken viele gar nicht, aber es gibt ziemlich viele Möglichkeiten für einen Mathematiker. Gerade wenn man so ein bisschen Richtung Wirtschaft geht, dann ja, Banken, Krankenkassen, Versicherungen oder als Wirtschaftsprüfer kann man arbeiten. Das sind sehr viele Möglichkeiten, die man da hat. Oder auf der anderen Seite, viele Firmen brauchen Mathematiker. Nicht, weil sie einem was vorrechnen, sondern weil sie eben dieses mathematische Denken eingebläut bekommen haben und dann ganz anders an Probleme rangehen. Ich habe Werbung gesehen, so ein, ja, ja, einen kleinen Film oder eine kleine Doku über die Uni und da kam auch gerade Mathe vor und ich fand das, also das sah ziemlich gut aus. Also so im Vergleich zu anderen fand ich das sehr sympathisch, sehr, ja, sagen wir, auf dem Boden geblieben. Und vor allem habe ich dann von der Ersti-Woche gehört und dass man da so ein bisschen an die Hand genommen wird und einem ja der Einstieg erleichtert wird. Und das fand ich tatsächlich sehr attraktiv. Und außerdem ist Ilmenau eine kleinere Stadt und sie ist günstiger als zum Beispiel Köln oder Ähnliches. Das ja, war auch durchaus ein Grund. Ich finde die Atmosphäre super.
gerade an der Uni, gerade bei uns in Mathe, es ist super familiär. Ich weiß, das sagt jeder, der über Ilmenau spricht, aber es ist wirklich so. Und ich kenne alle Professoren, ich kenne die Dozenten. Man lernt sich mit der Zeit einfach kennen. Man kann auch einfach, wenn man unten im Aufenthaltsraum sitzt, kann man und eine Frage hat, mit einer Aufgabe nicht weiterkommt, geht man einfach einmal nach oben, klopft an Büro des Übungsleiters und kann dann meistens sofort die Frage stellen. Oder man kann beim Professor klopfen und so. Das ist auch nicht normal. Und genau das, den Eindruck hatte ich damals so und ich fand das schön und das hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Es ist wirklich eine tolle Uni. Dadurch, dass sie so klein ist, das hat einfach so viele Vorteile, die man vielleicht vorher gar nicht erkennt. Einfach das Familiäre, es wird einem, ja, also alle ermutigen einen dazu, weiterzumachen und alle bieten ihre Hilfe an. Man bekommt die Hilfe, die man braucht. Das erleichtert einem so viel. Also Ilmenau ist wirklich ein schöner Ort, um zu studieren.